Unser Bundestagspräsident, Herr Dr. Wolfgang Schäuble, hat vor kurzem Ende April sehr interessante und wichtige Worte gesagt zur Corona-Krise. Nicht alles hat sich dem Schutz des Lebens unterzuordnen, sagte Herr Wolfgang Schäuble. Diese Worte klangen ein bisschen komisch für einige Ohren, die davor Monate oder Wochen lang gehört haben, wir müssen Gesundheit der alten Menschen schützen und das Leben schützen, das habe die oberste Priorität. Und davon ist man ausgegangen, aus dieser Maxime, aus diesem Mantra, und hat man immer somit auch die drakonischen Maßnahmen der Regierung gerechtfertigt. Nun kommt der Bundestagspräsident und sagt, nicht alles hat sich dem Schutz des Lebens unterzuordnen. Was meint er eigentlich damit? Wortwörtlich hat er gesagt, Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde der Menschen, die Würde des Menschen. Die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, sagte Wolfgang Schäuble, dass wir sterben müssen. Also Herr Schäuble sagt, das, was man uns jetzt die ganze Zeit eingetrichtert hat, Schutz der Gesundheit und des Lebens sei wichtigstes, höchstes Gut und hätte höchsten Wert, das sei eben nicht so. Das stimmt in seiner Absolutität nicht, sagt der Herr Dr. Schäuble, sondern wir haben einen höheren Wert und das ist die Würde eines Menschen. Man hat schon vielleicht gehofft, wo man das gehört hat, ja, endlich mal eine vernünftige Stimme. Und ich persönlich, auch viele von Ihnen bestimmt auch, haben dann gehofft, dass jetzt die Ethiker, die Philosophen und andere Persönlichkeiten jetzt an der Reihe sind, die über dieses Thema diskutieren können, dass endlich mal eine Diskussion in Deutschland losgetreten wird zu dieser Fragestellung, ja, was kann man denn mit Gesundheitsschutz rechtfertigen, welche Maßnahmen sind vielleicht nicht gerechtfertigt und wie kann man damit ethisch umgehen? Denn die Ethik ist die wichtigste Sache, weil die Ethik ist eigentlich die Grundlage einer jeden Gesellschaft. Es gibt antike Ethiklehren wie von Aristoteles, es gibt auch christliche Ethik, es gibt Ethik von Immanuel Kant, es gibt auch Ethik von Friedrich Nietzsche. Die Gesellschaft muss sich einigen, was sind unsere Grundwerte, unsere wichtigsten Werte. Und da muss man basierend auf diese Übereinkunft agieren. Und deswegen ist die Ethik so wichtig. Ich versuche jetzt, ich habe da dazu was vorbereitet. Und ich versuche jetzt, Ihnen das auch zu zeigen. Also es gibt ein interessantes Buch, das heißt Handwerk der Dolmetscher, das habe ich jetzt hier irgendwo ausgesucht. Das Handwerk des Dolmetschens, also Trainingshandbuch, das möchte ich auch Ihnen gerne zeigen. Also wir haben hier so ein Trainingshandbuch für Dolmetschen im Asylverfahren. Das ist jetzt meine Quelle. Ja, ist eine österreichische Quelle und das habe ich selber benutzt als Dolmetscher. Ich habe auch jahrelang als Dolmetscher für georgische und russische Sprachen gearbeitet und ich habe auch dementsprechend auch einiges dazu gelesen. Ich habe auch selbst auch als Trainer Sprachmittler für zum Beispiel BAMF im Asylverfahren auch trainiert und unterrichtet. Und da ist eine interessante Seite in diesem Handbuch eben zu diesen Fragen der Ethik, das heißt Berufsethik und Professionalität. Und da möchte ich Ihnen einige interessante Passagen daraus zeigen, beziehungsweise habe ich was vorbereitet und dann werde ich das jetzt Ihnen kurz vorführen. Also, man muss zunächst auch die Begriffe Ethik und Moral unterscheiden, auch wenn es in allgemeinsprachigen Gebrauch, die als Synonyme verwendet werden. Moral ist nicht unbedingt immer Ethik. Also moralische Begründungen zielen darauf ab, einzelne Handlungen zu rechtfertigen,
einzelne Handlungen zu rechtfertigen, also als richtig und gut zu befürworten oder als falsch und schlecht zu verwerfen. Dies kann auf unterschiedlichem Weg erfolgen, etwa durch die Bezugnahme auf mögliche Folgen, und das ist sehr wichtig, Bezugnahme auf mögliche Folgen. Halten wir das fest, wenn wir also über die Maßnahmen sprechen, müssen wir auch die möglichen Folgen, ja sogar die möglichen Kollateralschäden in Betracht ziehen. Das war auch das Thema in dem berühmten Blatt aus dem Innenministerium von Herrn Stepan Kohn, der das verbreitet hat, deswegen suspendiert wurde. Dieser Mann hat eben dann versucht, in seiner Analyse eben die möglichen Nutzen der Maßnahme abzuwiegen und mit der Gegenüberstellung von Kollateralschäden ist dann zum ernüchternden Schluss gekommen. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Werten, auf deren unsere Gesellschaft basiert. Aber diese Werte, die haben gewisse Rangordnung. Die haben auch gewisse Hierarchie, kann man dazu sagen. An der dritten Stufe dieser Hierarchie, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann oder jetzt ein bisschen vielleicht dann ist es verdreht. Okay, ich sag mal so, an der dritten Stufe der Hierarchie stehen die ökonomischen Werte. Ich versuche das jetzt einmal umzudrehen, wenn es möglich ist, jetzt hier. Ich glaube, es ist schwierig, ja, weil ich jetzt das so geschrieben habe. Okay, wenn ich umdrehe, dann können Sie sehen, hier ökonomische Werte. Da ist, glaube ich, sogar besser. So, was bedeutet das? Also die ökonomischen Werte stehen an der dritten Stelle aber erst. Das sind so die Werte wie die freie Marktwirtschaft, Eigentum, Waren und Geld, auch solche Sachen wie Vertragsfreiheit oder Ertragswert und so weiter. Also diese Werte sind schon sehr wichtig, das müssen wir festhalten, aber die ökonomischen Werte agieren in der Hierarchie erst auf der dritten Stufe von oben. Was ist wichtiger? Also an der zweiten Stelle und somit auch wichtiger sind aber die moralischen Werte. Einmal umdrehen, vielleicht kann man das auch so sehen. Die moralischen Werte. Welche sind das denn? Das sind die Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, Liebe, Freundschaft, Lebensqualität und dann kommt auch die Gesundheit, die Solidarität, Fairness. Da muss man aber unterscheiden. Also bis dato, bis hier die Gesundheit und so weiter, also Selbstbestimmung, das sind sogenannten Individualwerte, weil es jede Person individuell betrifft, ne? Also natürlich Selbstbestimmung, was möchte ich in meinem Leben machen. Liebe und Freundschaft, das ist jetzt in Zeiten der Social Distancing ein bisschen schwierig, muss man auch bedenken, dass es auch zu kurz kommt. Und die Lebensqualität, das ist auch ganz wichtig, das leidet massiv darunter, dass man eingeschränkt wird, dass man nicht aus dem Haus raus darf oder Versammlungsfreiheit wurde zeitweise eingeschränkt, bis die Verfassungsrichter festgestellt haben, dass es verfassungswidrig war und seitdem dürfen wir wieder, beziehungsweise bis dahin war es verfassungswidrig eingeschränkt, diese unsere Rechte. Und natürlich auch Lebensqualität und Gesundheit, habe ich schon gesagt, das sind alles Individualwerte. Und die anderen, wie hier Solidarität oder Fairness, man kann auch sagen kollektive Verantwortung und auch ökologische Werte, das sind dann sogenannte Sozialwerte. Ja? Diese Werte agieren auf Platz 2. Und deswegen ist natürlich so abzuwägen, weil wir gewisse Hierarchie haben natürlich, wenn diese Werte miteinander in Konkurrenz treten oder wir haben solche Dilemmata, also Dilemmasituationen, was heißt ein Dilemma? Ja, also Schutz der Gesundheit zum Beispiel, wir wollen jetzt da Wirtschaft einschränken, wirtschaftliches Leben herunterfahren, das sind die wirtschaftlichen Werte, ja, das Eigentum, wir werden enteignet teilweise, ne, weil wir nicht arbeiten dürfen. Das Geld ist weg und so weiter, die Waren werden nicht so in der Masse geliefert. Das kommt zu kurz. Das könnte man noch in dieser Dilemmasituation noch rechtfertigen und sagen, ja, aber hier Gesundheit der Menschen und der Bevölkerung ist wichtiger. Das hat Priorität, weil wir hier solche Hierarchie haben. Also immer, wenn wir solche Dilemmasituationen haben, müssen wir abwägen, was steht in der Hierarchie größer. Und das war auch die Begründung, wo man gesagt hat, diese Werte sind halt eben wichtiger, die moralischen Werte und so die Moralapostel haben dann gepredigt, okay, deswegen müssen wir jetzt alles der Gesundheit unterordnen. Jetzt haben wir aber das Problem, die moralischen Werte agieren nur aber auf Platz 2.
Was ist denn auf Platz 1 unseres Wertesystems? Das ist jetzt der springende Punkt der Werteethik. Und auf Platz 1 in der Hierarchie, ganz oben, also an der obersten Stelle, stehen sogenannte ethische, ach mal andersrum, kann man besser lesen, ethische Grundwerte. Und das ist genau das, wovon Herr Wolfgang Schäuble gesprochen hat. Das ist eben, das sind die Begriffe, die alle zum Begriff Menschenwürde, die Würde des Menschen passen. Das sind unsere ethischen Grundwerte, die heißen Freiheit der Person, also unsere Freiheit. Ne? Dazu gehört auch natürlich, dass wir Freiheit haben, zum Beispiel ohne Maske rumzulaufen, ohne diesen Mundschutz bzw. Maulkorb. Dazu gehört diese Freiheit. Auch die Religionsfreiheit, ne, was auch teilweise eingeschränkt wurde. Also man konnte keinen Gottesdienst besuchen, zum Beispiel in Osterzeit. Gewissensfreiheit. Dann haben wir noch Meinungsfreiheit, ganz wichtig, ne, die auch jetzt in dieser Zeit zu kurz kommt. Das haben Sie auch gespürt. Freiheit der Wissenschaft ist auch sehr wichtig. Warum? Die Mediziner haben seit dem Mittelalter immer, wenn es eine Seuche gab es nur einen einzigen medizinischen Weg, das zu erforschen und neue Kenntnisse zu schaffen. Also Wissenschaft schafft ja das Wissen. Und dieser Weg hieß Obduktion. Man hat die Leichen obduziert und nachgeschaut. Ja, woran sind denn eigentlich die Menschen gestorben? Und Sie wissen ganz genau, die WHO, aber auch das RKI hat anfangs und ziemlich lange eine Rekommendation, also Empfehlung ausgegeben an alle Ärzte, die sollten bitte das Aufschneiden von Toten, also von den Leichen, also die Obduktion der Leichen unterlassen, angeblich, weil die Gefahr der Erkrankung dann so groß wäre. Herr Dr. Püschel aus Hamburg, also der Dr. Klaus Püschel, hat eben auf diese Freiheit der Wissenschaft bestanden und hat gesagt, das ist mein Risiko, ich gehe das ein, ist aber auch meine Arbeit und meine Pflicht, hat die Leichen obduziert, seziert und dann festgestellt, oh, schau mal, die meisten sind ja kein einziger von 12 Leichen, konnte man eindeutig sagen, dass ein Virus an sich gestorben wäre, sondern da gab es Probleme wie Lungenembolie, ja, Thrombosen und so weiter und so weiter. Ne? Deswegen ist die Freiheit der Wissenschaft so wichtig. Genauso wie Freiheit der Kunst, unsere Gleichheit und die Gerechtigkeit. Und jetzt kommen wir zu dem springenden Punkt. Wenn uns jemand versucht, weiszumachen, dass wir alles diesen zweiten, also in der Hierarchie der moralischen Werte wie Gesundheit unterzuordnen haben, dann belügt er uns. Denn unsere Wertesystem, unsere Werteethik basiert auf die Annahme, dass das hier, also die erst Platz 1, ethische Grundwerte, also unsere Freiheit, Freiheit der Person, dass wir selbst bestimmen können, ob wir mit der Maske laufen oder nicht, dass wir diese Risiken selber vielleicht einschätzen können. Ne? Also Freiheit der Person, genauso wie Gewissensfreiheit. Wir haben selber Gewissen und können selber einschätzen, was Gewissenheit ist. Auch die Meinungsfreiheit dazu und Freiheit der Wissenschaft und so weiter. Ne? Das, was eben unsere Menschenwürde ausmacht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Darauf hat auch Herr Schäuble appelliert und völlig zu Recht. Und die ist wichtiger als die moralischen Werte. Deswegen, wenn wir solche Dilemmasituationen haben, müssen wir uns für Menschenwürde entscheiden. Denn es ist menschenunwürdig, wenn die Patienten bzw. wenn die alten Menschen in Altenheim, die sowieso vielleicht die letzten Wochen oder Monate ihres Lebens jetzt noch leben, dass diese Menschen selbst sagen, ich möchte selbst bestimmen. Und die Selbstbestimmung ist auch eben hier auf Platz 2. Also bei moralischen Werten geht es auch um die Selbstbestimmung. Und die ist genauso wichtig wie die Gesundheit der Menschen. Weil diese alten Menschen sagen sehr oft, ich möchte in Würde sterben, ich möchte selber entscheiden, dass ich meine Angehörige, meine Kinder und meine Enkelkinder sehe, denn das ist die Würde des Menschen und die ist bekanntlich unantastbar. Das ist wichtiger als, für diesen Menschen selbst ist es wichtiger als ein paar Monate oder Wochen länger zu leben, ist wichtig in Würde diese Zeit auch zu leben. Deswegen ist es eine wichtige Debatte. Wir müssen echt auf diese Ethik aufpassen und wir müssen Grunddebatte führen. Was ist denn, welche Werte sind denn wichtig für unsere Ethik, basiert auf unserer Ethik, denn das ist die Grundlage unserer Gesellschaft. Und selbst wenn wir nur aus diesen Sachen wie moralische Werte ausgehen, also Gesundheit alleine, ne, dann muss man auch abwägen,
wie die Maßnahmen, die jetzt verhängt wurden, dieser Gesundheit eben dann am Ende schaden, als Kollateralschäden. Das wurde sehr gut in diesem Blatt von Innenministerium beschrieben. Durch Selbstmorde, durch Suizide, durch die Menschen, die ihr Job oder Geld verlieren und dann dadurch krank werden. Also das muss man sehr gut abwägen. Also Nutzen, eventuelle Vorteile und auch Schäden müssen gegeneinander abgewogen werden. Und das findet ja gar nicht statt. Wir haben ja bereits nur Erkenntnisse von der Medizin und von der Wissenschaft. Wir wissen ja nach der Heinsberg-Studie, dass das Virus an sich nicht so tödlich ist, wie zunächst angenommen. Diese neuen Erkenntnisse wurden aber in der Diskussion überhaupt nicht einbezogen. Es findet ja gar keine Diskussion statt. Und das ist das Traurige in diesem Land. Das verletzt auch unsere Meinungsfreiheit, das verletzt auch unsere persönliche Freiheit und das verletzt unsere Würde, was hier passiert. Und das ist das Tragische daran. Und dann hören wir die Aussagen wie von Herrn Montgomery, der da für Impfpflicht, also doch für Impfzwang plädiert. Wir wissen ganz genau, wie dieses Modell funktioniert. Das heißt Overton Window. Jeder, der sich damit beschäftigt hat, weiß, wie arbeiten die Medien und auch solche Herren wie Herr Montgomery, wie funktioniert Overton Fenster, dass man etwas zur Diskussion stellt, dann sagt man, okay, nein, die Regierung sagt, wir haben das nicht vor. Niemand hat die Absicht, Impfpflicht einzuführen, sagt das Kanzleramt, aber nicht die Kanzlerin selbst. Dann kommen aber solche Persönlichkeiten wie Herr Montgomery und beginnen auf das Neue diese Diskussion. Er ist eben dafür. Und da verletzt er auch unser Grundrecht auf unsere körperliche Unversehrtheit. Also, das ist auch ein ganz wichtiger Grundrecht im Grundgesetz. Wir müssen darauf appellieren. Das war genauso wichtig wie Artikel 8, Versammlungsfreiheit, was kurzerhand durch Dekret von Frau Merkel ausgesetzt wurde. Mehr als zwei konnten sich nicht versammeln. Und dann hat aber unser Verfassungsgericht entschieden, dass es nicht rechtens war. Und da kommen auch viele solche Sachen auf uns zu, die nicht verfassungskonform sind. Und dagegen muss man mit allen legitimen Mitteln ankämpfen und unsere freiheitlich-rechtlichen Grundstrukturen, unser Grundgesetz auch in diesem Land zu schützen. Wir haben auch gestern eine Meldung von ärztlichen Vereinigungen bekommen, dass die Rechte der Kinder zu kurz kommen. Diese Ärztevereinigungen plädieren alle dafür, dass wir Schulen und Kitas ohne Einschränkungen in vollem Maße öffnen. Sie weisen darauf hin, dass die Kinder in sehr geringem Maße von dieser Epidemie betroffen sind, auch als Überträger kaum in Erscheinung treten. Und das ist in keinerlei Verhältnis zu dem Schaden, was wir unseren Kindern jetzt zufügen, wenn die nicht vernünftig die Schule besuchen und auch wenn die in der Kita jetzt nicht ihre gleichaltrigen Kinder treffen. Also da sind die Grundrechte der Kinder auch beeinträchtigt und das können wir als verantwortungsvolle Eltern nicht hinnehmen. Deswegen mein Appell an alle, wir müssen am Ball bleiben, wir müssen weiterhin auch auf die Straße gehen und demonstrieren, ja auch gegen die Einschränkung unserer Grundrechte, ja auch gegen diese geplante Zwangsimpfung, was auch gegen unser Recht auf körperliche Unversehrtheit, Selbstbestimmung und auch, dass wir als Eltern für unsere Kinder eben dann verantworten müssen, ne, dass das torpediert wird. Danke. Sind Sie informiert? Sind Sie bewaffnet und viel Erfolg bei unserem gerechten Kampf. Koba Kuprashvili ist mein Name. Auf Wiedersehen.